Im Flugzeug bekomme ich einen Fensterplatz und kann von meinem Platz aus den Anflug auf Cusco beobachten. Cusco ist die Inka-Metropole. Die Stadt hat 300.000 Einwohner, ist UNESCO-Welterbe und liegt auf 3.400 Meter Höhe. Wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, dann spürt man, dass da eine ganz andere Luft weht. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Wir fahren mit dem Bus in die Stadt und im Hotel werden wir sofort mit Coca-Tee begrüßt. Der Coca-Tee, der soll der Höhenkrankheit helfen. Und wir trinken die ganze Zeit Coca-Tee. Deshalb, als die Spanier angekommen sind, die wurden nie 1535 nie als Feinde behandelt. Die wurden als Gäste eingeladen, ja? Gebracht zum Zentrum der Welt, meine ich dieses Gebäude. Deswegen so perfekt gebaut, fugenlos. Es ist, was die deutschen Architekten genannt haben, als Keil oder Schlüsselstein auch. Das heißt, wenn jetzt ein leichtes Erdbeben, wahrscheinlich so 5,3, 6,2 kommt, ja, die Mauer wird dann noch da stehen bleiben. Nicht nur wegen den Nischen, die auch stabil die Mauer machen. Deswegen müssen wir diese Tempel für Ewigkeit bauen. Wollen. Wir müssen erst das politische Zentrum erobern. Und welche war das religiöse politische Zentrum? Dieser Ort. Ja? Deswegen, wie gesagt, so perfekt gebaut. Aber wenn ich euch sage, solche perfekte, saubere Bautechnik in 300 Jahren geschafft, irgendwie die Frage ist, wie hat man... In Europa wechseln Sie Ihre Autoreifen, richtig? Ja. Schauen Sie bitte mal das Original. Damit, genau, machen wir Autoreifen-Sandal. Ja? Und das müssen wir nicht kaufen. Wir machen das selber zu Hause. Ja? Autoreifen-Sandal. Deswegen bitte die Auto... Tira, María. Oiga.